Also die Welt verändert sich massiv und trotzdem entwickeln wir unsere Systeme fast immer noch nach den Prinzipien von Taylor und Henry Ford, also nach Prinzipien aus dem 19. Jahrhundert. Und in der Softwarewelt wird auch schon längst agil überall gearbeitet. Machen wir da als Systems Engineers irgendwas falsch oder haben wir irgendwas verpasst? Die GFC-Arbeitsgruppe Agilität im Systems Engineering hat sich dazu genau die Mission gestellt, Agilität und Systems Engineering gemeinsam zu betrachten. Also aktuell haben wir da so Fragestellungen wie klassische und agile Strukturen, kann man Modellierung agil gestalten und iterativ? Oder auch gibt es Prinzipien aus der Agilität, die dem Systems Engineering Denken widersprechen? Auf dem GFSE-Workshop am 3. und 4. Februar wollen wir gemeinsam dazu uns Themen erarbeiten. Die konkreten Themen werden wir aber erst vor Ort definieren. Das heißt, am Donnerstagvormittag werden wir Themen sammeln und abstimmen und dann voten, wie man so schön im Agilen sagt, dass die Themen, die uns am meisten interessieren, also die aktuelle Gruppe, dass wir die dann vertiefen, diskutieren und daraus kleine Ergebnisse erarbeiten. Also wenn du Interesse hast, daran mitzuarbeiten, wie agiles Arbeiten im Systems Engineering passieren kann, dann melde dich doch zum GFSE-Workshop an, am besten gleich. Und es ist auch egal, ob du erfahrener Systems Engineer bist, ob du GFSE-Mitglied bist oder ein interessierter Neuling. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du Teil davon bist, das Systems Engineering agil zu gestalten und zu definieren und dann auch irgendwann mal so zu leben, sodass wir auch in Zukunft komplexe Systeme mit Spaß und Effizienz entwickeln können.